Ich habe beim letzten Mal gesagt, ich würde bauen. Aber da ich jetzt so lange nicht in dem Game drinne war, 2,5 Wochen oder so, würde ich, glaube ich, erstmal mich wieder orientieren und Aufgaben machen und danach bauen. Ich habe zwar ein paar Blöcke, ich wollte eine Werkstatt bauen. Da bin ich mir aber noch nicht ganz sicher, wohin. Ich glaube, in die Ecke. Weil in die Ecke bei den Bäumen will ich so einen richtig coolen, anderen Magierturm bauen. Ich weiß noch nicht genau wie, aber ich will irgendwas mit diesem einen fetten Baum da machen. Deshalb will ich das ja irgendwie dazwischen bauen. Und hier soll ja dann das große Haus irgendwann hin. Deshalb sollte die Werkstatt dorthin, in die Ecke, geradezu. Aber so richtig habe ich es noch nicht raus, wie ich das jetzt mache. Und solange ich drin war, würde ich erstmal heute Aufgaben machen. Denn ich glaube, alle Aufgaben habe ich in dem neuen Biom. Ja. Diese Sachen. Hatte ich ja schon alle besorgt gehabt. Und die sind alle bei diesem Steppen-Savannen-Dings da. Ich hatte ja beim letzten Mal alle anderen Kleinkram-Sachen abgearbeitet. Ja. Und die Sachen sind alle hier. Ich habe ja auch. Ja. Ein Altar. Sorry. Kurz Blackout, wie es heißt. Ein Flammenaltar. Und dann würde ich einfach hier mal hin und die Sachen machen und mir die Steppe heute angucken. Oh, ich glaube, das sollte auch gehen und ich müsste eigentlich genügend. Okay. Ich gucke nochmal, dass ich genug Pfeile mitnehme, aber von dem restlichen Zeug sollte ich genügend Sachen dabei haben. Sollte klappen. Jo. Die anderen Sachen einmal kurz wegräumen. Warum habe ich so eine Giftsäcke überhaupt dabei? Auch ganz komisch. Oder? Was ist das? Nee, dieses Minzpilz. Boah, Minzpilzfleisch. Ja, auch Ewigkeiten irgendwie. Das hatte ich eingesammelt, aber nichts damit gemacht, ne? Ich den restlichen Gedöns hier noch? Holz habe ich. Ich brauche, sag ich immer, ne? Ich brauche eine Kiste, die für mich einfach alles wegsortiert. Und die Kisten reichen ja jetzt schon nicht mehr aus. Da war was. Das einfach hier mit rüber. Ganz ordentlich, wie man das macht. Ignorieren, ne? Passt. Bandagen habe ich. Ach ja, wegen den Heiltränken, ich erinnere mich. Da war was. Ja, das schlechte Fleisch. Ich könnte das auch einmal kurz besser grillen. Und dann mache ich gleich noch ein paar Pfeiler an der Werkbank. Ist ja nicht das Problem. Ah, ich habe mir aber ein. Ah, das habe ich mir beim letzten Mal gegönnt, ne? Den Degen. Ich wollte gerade sagen, ich hatte doch immer. Eigentlich was anderes. So ein Leuchteschwert. So schnell kann es gehen. Hi, Max. Ja, genau. Erstmal ganz gechillt reinkommen. Ganz gechillt. Ich würde aber dadurch, dass es ja ein neues Biom ist, lieber mehrere Pfeile mitnehmen. So, 300. Bei ihr. Irgendwie so mit 300 oder so brauche ich. Wird Pfeile machen. Bei der Jägerin. Wir reden nicht darüber, wie doll hier meine Sachen kaputt sind. Ich brauche Äste. Wieso habe ich keine Äste? Das kann doch gar nicht. Ich habe immer ein Äste-Problem. Jetzt weiß ich, warum ich hier scheinbar irgendwie ganz viele kleine Wirbelbüsche hingepackt habe. 43? Kann das nicht sein, ne? Na gut, ich gehe mal kurz Äste sammeln. Und dann gehe ich los in die Steppe. Perfekt. Super. Jetzt weiß ich wieder. Ich bin gewundert, warum ich da ganz viel Wert hast, oder? Ja. Warum ich da ganz viel so einer komischen kleinen Mini-Büsche hingepackt habe.
Ich komme hier wieder rein. Das ist gar kein Problem. Solange mein Mikrofon mich noch mal anfällt, ist es auch alles in Ordnung. Das ist das Holz. Ich brauche diese kleinen Dinger. Die da muss ich abdingsen. Abbauen. Ach, sorry. Kampfsystem gab es ja nicht richtig, ne? Muss kurz überlegen. Nee, einfach nur raufhauen. Erstmal die Haselnüsse nehmen. Ihr wisst schon, was ich meine. Mit Kampfsystem. Ihr wisst schon, wo man richtig aufpassen muss. Das wollte ich nicht. Sammeln. Genau, hier diese kleinen Buschsachen muss ich machen. Da kriege ich mehr Äste raus. Die Dinger. Also wenn ich jetzt die großen Bäume nehme, da habe ich immer die Wahrscheinlichkeit, dass ich Äste bekomme, sind irgendwie so wenig. Das ist brutal. Ja. Ja, Max, ich hätte eh gedacht, dass du heute nicht dabei bist. Hast du ja geschrieben gehabt. Deshalb hat mich da schon gewundert. Ja, gut. Ich bin mal ganz entspannt hier. Kurz ein paar Äste einsammeln, dann gehe ich kurz wieder zurück. Peppel mich auf für die Steppe und dann geht das. Ich gehe da jetzt nicht ohne Kupferpfeil oder ähnliches hin. Gar keinen Fall. Ich wecke doch immer gern Leute. Also ich glaube, wenn jetzt jemand einschläft, sobald ich bei der Steppe bin und kämpfen muss und da irgendwelche komischen neuen Viecher mich angreifen, bist du wach. Das ist gar kein Problem. Das kriege ich hin. Und heißt es zwar wieder, ich meckere, aber man ist wach. Das ist halt auch der Vorteil, ne? Man darf nicht einschlafen. Man denkt immer so, ah, eingeschlummert. 2 Stunden später, oha, doch nicht. So läuft das hier bei mir, ne? Nicht vergessen. Man denkt immer so die ersten 10 Stunden, ah, ganz entspannt. Und dann nicht mehr. Heute mal. Ich probiere heute ganz entspannt zu machen, ne? Ich weiß halt auch eben nicht, wie lange. Mal schauen, kann ja alles sein. Von den Zeiten her. Sehen. Ganz entspannt. Ich kann wenigstens wieder stehen und sitzen. Gestern lag ich nur rum, weil ich mich nicht bewegen konnte. Als ich wieder zu Hause war. Nach dem Krankenhaus. Egal. Da lag ich wirklich nur rum und ich konnte nur... Habe ich mir wieder geholt, meine alte Xbox 360. Fragt bitte nicht nach. Ich habe es leider zeitlich noch nicht auf die Blacklist Nummer 1 geschafft. Das habe ich echt noch nicht hingekriegt. Aber... Ich habe es nicht geschafft, zu sitzen. Und so mit Maus und Tastatur. Obwohl ich jetzt gar nicht der Controller-Mensch bin. Aber wenn es einem richtig kacke geht, man Schmerzen hat... Und sobald man sowas wie ein Bildschirm erfassen kann, ich finde, dann sind so Controller-Sachen einfach besser. Und wenn es dann noch Games sind, dann nicht nachdenken, ist für mich jetzt Need for Speed, ne? War das doch recht angenehm. Ich habe es aber leider nicht auf die Blacklist Nummer 1 geschafft. Zeitlich, das habe ich noch nicht hinbekommen. Hatte was. Danach habe ich irgendein anderes Game angeschmissen, weil ich gucken wollte. Ich habe 3, zumindest mir wurde, ich hatte meine alte Xbox damals verliehen. Ich habe die wiederbekommen. Mit allen Games. Ich wusste gar nicht, dass ich so eine Games habe. Ich hab nie GTA gespielt, außer San Andreas. Da kann ich mich dran erinnern, ne? Ich habe 3 GTA-Teile. Davon einmal San Andreas. Und ich wusste nicht, dass von dem Zeitalter, nennen wir es mal, alle für eine Konsole ist. 4 und 5 waren noch dabei.
Dann habe ich erstmal ein anderes angeschmissen. Nachdem ich ein Autorennspiel gespielt habe, schmeiß ich dachte, auch schmeiß mal noch ein anderes Game an. Nachdem es installiert hat. Dauert ein bisschen auf so einer Xbox 360. Oh Gott, fahr dann mal Auto. Ganz schlimm. Mit Controller ist immer entspannter, ne? Aber ich finde halt auch so, weil du kannst dich so in die Couch oder ins Sessel oder ins Bett, je nachdem, einfach so einlümmeln. Oh Gott, meine Wortwahl, es tut mir leid. Wie nennt man das? Meine Oma sagt immer, lümmel dich gemütlich in den Sessel und lies ein Buch, dann geht's dir besser. Ihr wisst schon, so einfach reinsetzen, ne? Ist entspannter. Und das habe ich halt gemacht, weil ich konnte halt auch nicht. Jetzt stehe ich gerade. Nachher sitze ich wieder, ne? Muss ich einen Wechsel machen. Aber es ging gar nichts, ne? An den letzten Tagen. Ich hatte gestern überlegt, aber ich habe mir so gedacht, nee. Ich muss wahrscheinlich nach einer Stunde wieder ausmachen. Aber dafür habe ich Silent Hill 3 besorgt. Für Freitag, glaube ich. Ne, weil ich war eh... Ich hatte die Konsolen im Blick und dachte mir so, gab es nicht irgendein Spiel, was du noch für die Konsole spielen wolltest? Silent Hill 3. Während ich die ganze Zeit im Augenwinkel Tomb Raider hatte, ja, das mache ich dann auch noch irgendwann, die habe ich ja alle ausgeliehen bekommen. Also, sind nicht meine. Und dann da diese 500 Millionen Tomb Raider-Titel, die es da scheinbar gibt. Ich weiß, die sind nicht alle gut, aber die sind alle da mit in der Tüte, die ich bekommen habe. Einmal schauen. Ich habe von der Story von GTA keine Ahnung. Ich bin da raus. Ich bin da wirklich komplett raus. Ich habe keine Ahnung. Bei San Andreas weiß ich nur. Daran habe ich mich nämlich wieder erinnert, als es auf einmal hieß, du bist fit geworden, als ich auf diesem Fahrrad war. Frag mich, ich habe nur kurz 10 Minuten angeschmissen. Ich habe eigentlich nicht vor Speed gespielt. Als ich kurz auf dem Fahrrad war, war so, ach so, man konnte ja sogar richtig so muskulös werden oder dick werden und so. Du konntest San Andreas ein bisschen wie Sims spielen, das weiß ich noch. Und du konntest die leicht bekleideten Frauen umnieten, ohne dass das jemand interessiert hat. Das ist das, was ich auch immer sage. Und ich habe keine Ahnung. Ich habe nie die Story gespielt. Ich habe keine Ahnung. Ich habe von den anderen. Ich habe mich gewundert, dass die dabei sind. Ich kenne die Dinger nicht. Ich habe die scheinbar. Oder die wurden gekauft. Und ich habe halt gefragt, kriege ich die 360 wieder? Das ist die Sache, ne? Deshalb. GTA hat eine Story. Ich dachte, die ganz spezielle Waffe gibt es nur bei Cyberpunk. Weiß es bei GTA nicht, ne? Ich dachte, die ganz spezielle Waffe, die du meinst, ist bei Cyberpunk. Ja, das habe ich auch. Das habe ich gespielt. Also ohne DLC hier, wo es rauskam. Also weiß ich nicht, wie lange her. Ohne irgendwelche Updates. Ging aber bei mir. Ich habe die PC-Version. Ja. Das ist aber echt, ich habe keine Ahnung von GTA. Ne? Fragt mich bitte nicht. Es war mit dabei. Ich glaube, hat man sich gekauft. Ich habe halt die Konsole ausgeliehen. Ne? Und ewig, ich habe es halt nicht gespielt. Da sind noch andere Games mit dabei. Ich wollte eigentlich nur Ich wollte nur Need for Speed spielen, weil ich wusste, muss ich nicht denken. Du fährst dein Rennen. Fahr dein Rennen, wird Nummer 1. Punkt. Und ich kann rumliegen. Muss nicht so allkompliziert, wisst ihr? Also wenn ich jetzt Elden Ring machen würde, das ist schon wieder so anstrengend, wenn man am Sterben ist. Innerlich am Sterben. Ist auch Controller, ja. Aber das ist... Ihr wisst schon, das Level muss anders sein. Ich wollte gerade weg. Ich wollte mich hier gerade wegporten. Wie ging das hier nochmal? Ja. Hallo? Glaub's ja. Wollt ihr grad weg? Schild. Also wirklich. Ich habe keine Ahnung. Ich habe San Andreas ja nicht mal gespielt, ne? Also richtig. Gar nicht.
Oh, das war nicht mein Game. War von meinem Bruder. War nicht meins. Ich bin nur ab und zu ins Game reingegangen. Weil das halt so macht. Esther habe ich jetzt. Sollte ja wohl reichen. Komm. Heide. Opfer. Die kann ich ja noch nicht. Die kann ich dann machen, wenn ich dort war und genug von diesen Fossilien-Knochendinger eingesammelt habe. Und die würde ich jetzt noch. Ein paar vergiften. Mal schauen. Ich pack das. Nee, Jägerin, du packst das nicht. Das steht da. Ich habe es nur vorgelesen. Ich leg mich mal kurz. Ich habe da noch mal kein Schlafzimmer drin. Ne? Das wollte ich eigentlich mal machen. Ich leg mich mal kurz hin. Geht tagsüber los. Ich habe meine Pfeile. Eil mich gleich noch und leg mich kurz vor den Ofen wegen dem Ausgeruht-Buff. Essen wir noch gut. Trinken auch. Ja. Ja, hau rein. Iss mal. Essen ist gut, habe ich gehört. Passt. Eine Erdbeere, ach, geht nicht. Habe ich alles? So, noch einen Brunnen. Sicherheitshalber. Und dann passt es. Muss mal schauen, wann ich das bei Kingdom Come schaffe. Ich muss erstmal ganz normal das Normale durchbekommen, ne? In katastrophal, wie man das so macht. Also sonst wäre es ja auch zu leicht, ne? Mit meinem Kopf was durchzuspielen? Ui, schwer. Sage ich euch. Das hier ist auch schon das andere Biom, aber ich hatte mich hier keinen Flammenaltar hingestellt. Echt jetzt? Das war zufällig, weil ich zu dieser Miasma-Wurzel bin und. Egal. Ich gehe von hier erstmal rein nach da unten in die Steppe. Mal gucken. Kann ja nur gut werden. Kann mich nicht an diesen Weg erinnern, ne? Null. So, rennen wir mal durch. Die Insekten brauche ich nicht. Ich sehe gar nichts, ne? Ja, jetzt, nee, jetzt sehe ich wieder nichts. Hier hoch. Naja, ein Viech. Geht doch. Ohne Probleme durch da. Ich habe auf diese komischen Insektendinger keine Lust. Und zwar, das war hier das Forschungslager und ich bin, muss irgendwie nach da oben dann raus. Aber ich wollte hier nochmal schauen. Ich erinnere mich, dass ich mir das nicht genau angeguckt hatte. Genau, seltsames Bauwerk. Ach, das war's schon. Ich dachte, hier gäbe es noch irgendwas. Da gibt es jetzt. Da drüben ist auf jeden Fall irgendwas. Schutt. Ich habe was gehört. Gehen wir nach oben zur Steppe. Ich melde das doch gerne mal ein. Südliche Karawanen ist, glaube ich. Ja, die Bitte des Schmieds machen erstmal das. Bei südlichen Karawanen, ich glaube, das hatte ich gesehen. Das ist dann so ein Nebenausgang hier gewesen. Irgendwie so ganz komisch, wenn ich mich recht erinnere, ne? Ganz kurios. Nein, Leertaste. Nicht alt. Alt ist nicht hier springen. Falsches Game. Außerdem ist es manchmal echt schwer für den Kopf, wenn man zu viele Games spielt. Die Steuerung. Also wenn es jetzt nicht
Controller und Tastatur, da muss ich nicht nachdenken, weil das ist dann direkt drin. Ah, das ist uns echt arschviel. Das Werdelicht, das muss ich jetzt echt... Warum habe ich... Oh Gott, habe ich mich gerade erschrocken. Warum habe ich denn kein... was wollte ich sagen? Kein Flammenaltar hingepackt, wo ich den auch richtig brauche. Das ist auch schon wieder selten dämlich, das auch. Geht's nicht durch? Ich weiß, die Dinger kann man kaputt machen, ne? Habe ich irgendwann mal gemacht. Na, ich jetzt nicht. Ich will doch nur nach da oben. Oh Gott, Ausdauer. Ich finde es wirklich sehr problematisch, wenn man zu viel Game spielt mit der Steuerung. Also so wie gerade, also ich werde hier ab und zu wahrscheinlich die Leiste wegen alt. Liegt daran, dass ich in Gothic mit alt springe, ne? Das ist einfach zu viel. Das musste ich jetzt holen, das war direkt sichtbar. Das ist dann einfach, weiß ich nicht, so blöde. Und dann, wenn man halt direkt den Controller hat, denkt man nicht drüber nach. Dann ist man halt da direkt drin. Aber wenn man jetzt, weiß ich nicht, 50 verschiedene Games, war ein bisschen viel, 5 verschiedene Games irgendwie nur mit Tastatur zum Beispiel zocken würde, ist mir das irgendwie ein bisschen... Und Q war es übrigens nicht. Wieso wollte ich Q drücken? In welchem Game benutze ich denn Q? Ich habe gerade Q gedrückt für den Haken. Tomb Raider mit Tastatur, glaube ich. Ich glaube, Tomb Raider mit Tastatur kann man spielen. Ich glaube, da benutzt man Q. Ich habe gerade nicht E gedrückt. Ich habe nicht hingeschaut. Ich dachte, ich wüsste, wie man spielt. Seht ihr das auch so ein Ding? Hey, Digga. Gottes Willen. Es wird ja heute richtig lustig, ich merk's. Ich bin auch vielleicht nicht ganz so... ich habe gesagt, ich bin nicht ganz so fit. Kann doch nur besser werden. Und gut, dass ich so ein Spiel... Ne? Wieso kommen dann Tastenkombinationen? Ich meine, es ist ja nichts für eine Konsole oder so. Es ist ja was anderes, wenn ich jetzt im Game bin und die Konsole aufrufen würde, ne? Wenn man irgendwie was anders starten muss, etc. Ich benutze die Konsole... Nicht die normale, aber sowas halt eher, ne? Bevor ich irgendwie den Rechner durchsuche, mache ich alles per Befehle. Aber so in den anderen Sachen, warum kommen so bestimmte Shortcuts oder Tastenkombinationen, je nachdem, einfach während im Game? Das ist auch blöd, ne? Was ist denn durch? Jetzt muss ich nur noch nach da oben. Und nach da oben... Entschuldigung. Draußen würde ich, den Flammenaltar hinpacken. Wenn ich Schutt brauche, komme ich hierher. Hier liegt ganz viel Schutt rum. Braucht man gleich für irgendwie die einen Blöcke, ne? Ja. Ich kriege mich nicht mehr weiter über Windows auf. Wir kriegen uns nicht über Windows auf. Ich habe doch alles eingesammelt. Warum ist da was? Ach so, nochmal die Werkzeuge. Okay. Ich wollte gerade sagen, ich habe doch alles eingesammelt. Gehoppt. Hier war ich ja. Und gelesen hatte ich das auch. So. Ah ja, ich habe gehört, Bücherregale sind günstiger geworden. Nicht mehr 70 Bücher, sondern nur noch 2. Wenn man so ein Buch, als Deko benutzen möchte. Ich habe damals mal angefangen, die Bücher zu sammeln, weil ich gesagt habe, boah, man braucht ja so viele Bücher für die Deko. Jetzt geht es ja voll. Das weiß ich nur, dass es mit irgendeinem Patch kam, nachdem ich so lange nicht drin war. Ja. Ich würde es draußen irgendwo, also gar nicht hier drinnen hinpacken, in den Flammenaltar, sondern wirklich draußen. Bin draußen. 10 Jahre später. Das ist mir nicht zu
Blöd, wenn man die ganze Zeit diese Tür nochmal aufmachen muss. So, da hinten ist ein Gebäude der Bauer. Und ich habe hier nichts weiter gemacht gehabt. Ich bin hier einfach nur rausgelatscht. Das erinnere ich mich. Bin ich richtig oder... Nee, ich bin ja zur südlichen Karawane gelatscht. Und dann mache ich jetzt das. Oder auch nicht, weil das ist da unten. Oha. Ja, weil unten gab es noch einen Ausgang. Ich bin doch letztens woanders gewesen. Da drüben, glaube ich. Da gibt es auch noch eine Brücke. Da ist aber noch in der Mitte. Ich laufe erstmal geradeaus. Ich gehe erstmal hier lang weiter. Ist hier unten drin. Ja, aber ich kam auch. Ich weiß noch, dass ich hier irgendwie letztens so komisch gelaufen bin. Ich muss aber auch... Eigentlich... Dann, bevor ich hier lang gehe, laufe ich erstmal hier runter. Dann mache ich das so. Für die südliche Karawane muss ich mich runterstürzen. Und das sind die Vögel, ne? Dass ich jetzt Rührei machen kann. Stehen. Auch echt zwei Pfeile für ein Rührei. Chicken Nuggets. Wie bekomme ich denn raus? Nicht mal ein Rührei bekomme ich raus, ne? Das hängt irgendwie dezent fest. Hallo? Na dann halt nicht. Gehe ich jetzt hier schon durch oder gucke ich vor wieder? Was ist denn da drüben? Achso, nur Boogies. Ich packe mal sicherheitshalber hier den Flammenalter ein. Doch, doch. Doch, es ist, glaube ich, ganz gut. Was muss ich da nochmal durchlaufen? Da habe ich gerade weniger Lust drauf. Habe ich Steine? Kalkstein. Ja, gut. Es ist natürlich wieder... Gibt es ja auch normale Steine? Aber Flammenalter passt. Und ich habe ja gelernt, es reicht einfach nur, wenn man ein Dach über dem Kopf hat, dann ist man quasi schon zu Hause. Ja, cool, wenn man so ein Zelt immer haben könnte, um dann kurzzeitig zu schlafen. Ohne sich jetzt so richtig was, weiß ich nicht, Hüttenartiges zu bauen. Wo man wirklich nicht viel dafür bräuchte. Ne? So, Handwerk, Flammenaltar. Ich pack's erstmal da hin. Höhlenpassage. Hier bin ich gerade runtergestürzt irgendwo. Ach, da sind ja auch Fukis. Also ich war weiter hinten noch runtergestürzt. Beziehungsweise da geht's noch hoch. Ich bin halt vorhin komplett anders gelatscht, ne? Als wie es hier abgebildet ist.
guck mal ganz kurz, wo es da oben noch hingeht. Gibt es da noch irgendwas? Wo bin ich denn runtergefallen? War das auch? Ne, mein Grabstein ist noch ein Stückchen. Ne, da ist man nicht. Hier bin ich runtergefallen. Hier oben ist der Gladiator dann. Mein Grabstein schwebt. Okay. Achtung beim Runterfallen. Stacheln. Dann ist hier. Hier ist der Gladiator. Ja, dann jetzt aber hier ein bisschen. Vielleicht eher in die Richtung gehen. Da kann ich nicht runterfallen. So, meine Wookies. Können wir? Bin ich denn? Nee, nee, da lang. Kann der hier nicht lang? Ja, doch, er kann da lang. Gut, ich dachte, er kann da nicht lang und ich habe mich selber leider gerade ein bisschen eingequetscht. Aber wenn ich ordentlich zurückgehe, könnte das eher was bringen. Licht? Da lang. Ach nee. Bin jetzt hier gestorben. Achtung, hier sind die. Da, wo es leuchtet. Ja. Muss ich ein bisschen ordentlicher zurücklatschen. Also ich sehe halt nichts, ne? Das ist halt ein bisschen dezent. Blöd. Wenn man nichts sieht. Weil es dunkel ist, meine ich damit. Nicht sehen. So. Aufpassen, wo man hinläuft. Im Dunkeln treffe ich halt auch den Kopf dann natürlich nicht. Uah. Ich hätte nicht gedacht, dass sie jetzt einen größeren Radius haben. Früher hatten die manchmal keinen großen Radius. Also Bewegungsradius. Wartet mal. Scheiß die Wand an. Ich muss gar nicht wegrennen. Ich war 2,5 Wochen nicht in diesem Game. Der Bogenspann zieht keine Ausdauer mehr ab. Ich laufe ja nur weg, weil ich ja nie die Ausdauer hatte, auszuweichen. Weil er immer, wenn ich mit dem Bogen geschossen habe, das war ja vorher jedes Mal so, weshalb ich manchmal Problemchen hatte, ich hatte keine Ausdauer. Und dann kannst du ja keine Ausweichrollen machen oder schnell kurz zur Seite rennen oder so. Also ein bisschen dich schneller bewegen und deshalb bin ich immer weggegangen.
So wie jetzt auch. Aber ich habe ja Ausdauer. Das zieht nicht mehr ab. Wir wissen. Ich habe ein neues Schild. Aber das ist ja auch ein bisschen. Das hat keine extra Effekte. Also würde ich es jetzt nicht nehmen. Es hat nur Haltbarkeit und Parierkraft. Und da ich das Schild nicht benutze, obwohl ich ja jetzt Ausdauer hätte, mal. Sehr krass. Dann kann ich ja jetzt doch ausweichen. In dem Fall. Okay. Also ich finde es andererseits sehr unlogisch gerade. Okay. Also ich fand es halt krass, wie viel es abzieht, wenn man halt. Also man hätte eine andere Logik einbauen können für Bogen, finde ich, ne? Also von der Ausdauerart und Weise, wie das sich verbraucht, etc. pp., ne? Wenn man den Bogen spannt, ist ja schon anstrengend, so ist jetzt nicht. Aber es hat grad gar, es zieht gar nichts mehr ab, ne? Nee, ich hatte doch vorher auch. Seit wann habe ich denn diesen Bogen? Ich hatte vorher einen langen Bogen. Den da habe ich bekommen. Den habe ich noch nicht so lang. Den blauen. Ich habe sonst immer einen anderen benutzt. Aber auch bei dem anderen hat es Ausdauer abgezogen. Ich hatte den in Rot. Da hat es auch Ausdauer abgezogen. Hä? Ich hatte so ein. Ich hatte. Ich tausche die Waffen nicht so oft. Weil ich für 0,5% besser keine Waffe tausche, aber. Es hat sonst immer was abgezogen. Auch bei dem anderen. Also das war genauso Design. Das war auch so ein Kurzbogen. So wild irgendwas heißen die, glaube ich. Ne? In Rot. Hatte ich den? Keine Ahnung. Noch erstmal ein Ausgeruht-Buff abholt. Warum nicht? Da mache ich die anderen. Aber es irritiert mich gerade wirklich. Das andere hat auch was abgezogen. Ja, sie ziehen ab, aber der hat gar nicht abgezogen gerade, hatte ich das Gefühl. Hat sich, also man hat es gar nicht mitbekommen. Also vielleicht wurde es ja auch anders reduziert. Ich weiß jetzt nicht, wie viel ich den benutzt habe. Ich weiß immer, vorher war es richtig brutal. Kann auch. Naja, egal. Machen wir die restlichen Wookies hier noch. Bleib stehen. Ich bin der Meinung, früher haben alle Bögen abgezogen. Egal was es ist. Nur unterschiedlich viel, aber hier sehe ich gar nichts. Also wird mir ja nicht mal angezeigt. Also auch die anderen hatten doch Ausdauer abgezogen. Ich hatte nämlich immer das Problem und den langen Bogen habe ich jetzt nicht so viel benutzt. Also habe ich auch viel benutzt. Egal. Ich habe glatt das ja auf YouTube hoch, ne? Für die ganz schlauen. Die Bildversion steht in der Beschreibung drin. Und dann kann man auch einfach googeln, welches Patch und welche Bildversion was war und welche Funktionen und Mechanics da gab. Ich beug schon nur schon mal ein paar Kommentare vor, ne? Da guckt man einfach das nach, bevor man einfach was schreibt. Ich
als Kommentar schreiben geht immer leichter. Als Google anzuschmeißen. Aber, ja. Weiß ich nicht, vielleicht hat sich es auch ein kleines bisschen verändert. Ich weiß auch nicht, ob es hier an irgendwelchen Eigenschaften liegt, bei dem Bogen jetzt natürlich. Aber den anderen Kurzbogen, den ich hatte, hat eigentlich auch was abgezogen, war ich der Meinung. Es kann sein, der hat auch andere Eigenschaften gehabt, dass es daran liegt. Aber wie gesagt, ich war 2,5 Wochen nicht da und da gerade gar nichts passiert ist und ich vor wirklich immer enorme Ausdauerprobleme hatte, bin ich jetzt eher davon ausgegangen, dass hier nochmal was angepasst wurde. Wie gesagt, kann man ja auch einfach in der Bildversion nachschauen und alle Patch-Notes, die Notes, nicht nur die großen Notizen, die jeder versteht, die Notes, durchlesen und dann ausfinden. Mich interessiert es nicht. Ich sage einfach nur, es fühlt sich anders an. Können jetzt mehrere Dinge auf einmal treffen, aber zutreffen. Also einmal mit Antra Bogen. Vielleicht gab es irgendwelche Updates und die Eigenschaften von dem Bogen natürlich noch zusätzlich bedenken. Ne? Ich will nur sagen, es fühlt sich anders an. Wegen den neuen Maklungen. Ja, ich darf auch mal was dazu sagen. Ich kriege ja alles. So. Hier, ich wollte gerade sagen, haben wir hier genug? Rollbus. Ich wollte gerade sagen, was habe ich hier? Wir machen Tee. Ich habe Tee eingesammelt. Rollbus. Okay. Setz mir ein paar Setzlinge an. So. Ich will gerne noch das haben. Danke, Tierfell. Ich weiß nicht, wofür ich so viel Tierfell brauche. Also irgendwann, glaube ich, kriege ich nochmal eine bessere Rüstung auf jeden Fall. Aber okay, ja. So. Wo muss ich lang? Da gucke ich noch. Von dort kam ich. Da ist dieser andere Seiteneingang. Dann gucke ich hier noch schnell nach. Nicht, dass ich die Hälfte übersehe, ne? Rucksack voll. Ich würde sagen, ich habe genug Tierfell. Ich würde das legendäre... Was ist ein Flammenschild? Irgendwie besonders? Außer, dass es legendär ist? Ich habe ja keine Waffen... Puppen. Also ihr wisst schon, wo man die Sachen ausstellen kann. Okay, ich kann es nicht zerstören. Zerlegen. Weil sonst würde ich ganz gerne ja manche... Ich behalte ja den meisten Schlunz, aber irgendwann wird es halt auch zu viel, ne? Was man so hat. Ich finde es gut, dass wir Salbei und Räubusch. Wir machen einfach Tee. Es gibt nur noch Tee bei uns. Alles einsammeln. Schutt brauche ich nicht. Nüsse brauche ich auch nicht. Jetzt habe ich erstmal wieder ein bisschen Platz. Die können übereinander. So. Nö, es geht einfach nur hier einmal ums Eck. Da oben hat gerade was geblitzt. Ich glaube, da kann man hoch. Ich bin hier komplett drin, ne? Ich einen anderen Ausgang. Ich glaube, hier gibt es ja schon wieder mehrere Ausgänge. Ja, hier ist, wäre einer. Mit Kupfer. Gerade zu. Da schwebt was. Ah, okay. Ein Felsen. Ich bin nicht ganz da, wo ich sein wollte. Gut. Ich möchte auf der anderen Seite gerne raus. Also wieder rein.
Und jedes Mal, wenn ich dann hier hinkomme, das ist natürlich auch wieder blöde, muss ich da durch. Und die sind... Das ist ja mal voll mit denen. Jetzt mal, oder? Ja. Müsste auf jede Seite eine Flammenhalter hinpacken. Ich habe nicht so viel. Hier sind noch welche. Der war alleine. Die nisten sich aber auch hier ein. Ja, voll cool, wenn man auch so Sachen irgendwie verkaufen könnte oder so. Ich weiß gar nicht, was ich mit so viel Tierfällen alleine machen soll. Ich glaube, man braucht eigentlich auch nur für die Jägerrüstung. Hell, ich muss gerade überlegen. Ich habe einen zweiten Spielstand mit Magier. Ja, doch, da auch. Ein bisschen. Aber nicht so viel. Da geht es dann hoch, aber hier ist noch irgendwas auf der Seite. Da. Da sind noch ein paar. Einige. Da läuft auch jemand gegen die Wand. Hä? Okay, es sind zwei. Echt groß, aber ich sehe hier auch übrigens keine Spruchrolle oder so. Also hier Spruchrolle, Schriftrolle, hier leuchtet nichts rot. Also so eine Notizen. Die Wookies wollen mit keine Informationen mit uns teilen. Das ist schade. Da sind noch ein paar. Ich weiß nicht, ob es da unten einen Ausgang gibt. Das wäre aber, glaube ich, der Ausgang in die richtige Richtung. Ist auf jeden Fall ein Tunnel, aber muss unten lang. Nicht oben lang. Leuchtet ab und zu manchmal was. Und ich glaube, das sind die Pilze, dass sie nicht richtig gerendert werden können. Ich denke jedes Mal, das wären so eine Sachen, wo man sich hier so langhangeln kann, diese Griffe. Okay, da hinten geht's raus. Oh, und Schamane. Auch schon lange nicht mehr gehabt, ne? Ah, treffen. Ja. Hast du mich gerade mit einer Tonschale geworfen? Das hat sich angehört wie eine Tonschale. Ich will deinen Sperrmüll auch nicht. Hätte ich ja noch mit Tonschalen beworfen. Das hat sich echt so angefühlt. Das hat jetzt nicht so einen krassen Schaden gemacht. Im Vergleich zu den anderen komischen Kreaturen, die es gibt, die Sachen nach dir werfen. Ich gehe jetzt einfach hier raus. Aber es war komisch. Also mein Ziel ist es, noch zu einem Turm übrigens zu kommen. Weil ich ja sonst leider ich habe ja keinen Altar noch. Ich kann nicht noch einen Altar bauen. Da ist nur ein Funken. Ach da, aber... Nee, das ist der Turm. In dem Biom. Also das wäre auch noch richtig cool. Danke, Funken. Mehr ist hier... Oh, ich komme von hier gar nicht weiter.
ist das hier? Ernten. Rohrzucker. Ja. Wichtig. Zucker. Ja, Zucker bei Bäuerin. Wo? Ach, da. Ich glaube, hängt ein bisschen fest. Eine Hyäne? Ich habe gewundert, ich so, hä, und wann kommt das auf mich zu? Wird wahrscheinlich nur Pflanzenfasern bringen, oder? Was ist eine Sukkulente? Nee, noch was? Ich da noch was anderes raus? Ja, ah, okay, Aloe Vera ist es. Okay. Ja, alles einmal abbauen, ne? Wegen neues Gebiet und so. Da unten sind noch ein paar Hyänen. Das ist auch nicht die Richtung, die ich möchte gerade. Gucken, ich glaube. Ich komme da nicht lang, ne? Ich muss einmal. Ich brauche einen anderen Durchgang. Immer ein bisschen Aloe Vera mit, ist immer gut. Wenn wir nach da hinten. Was ist das hier? Heubusch. Hatten wir schon. Noch nicht erkannt. Ja, ich brauche einen anderen Ausgang. Also mein Ziel ist eine Warte. Damit ich mich da dann auch porten kann. Und dann muss ich mal zu Hause die Flamme ausbauen. Ich kann auch 100 pro mehr Flamme, Alter, Sachen bauen. Ich muss zu Hause auch da noch ein paar abbauen, die ich wirklich nicht brauche. Das ist mir so schwierig. Ich brauche alle. Ja, als. Naja, mal gucken. Aber hier schon mal durchgehen zu müssen, ist ja auch ein bisschen blöd. Sonst. Naja. Einmal noch mal kurz was essen. Und dann schaue ich mal. Da, wo ich zuerst lang wollte. Ob ich da dann ein Stückchen weiterkomme. So, guck, meine Axt ist halt auch irgendwann Schrott, ne? Das war knapp. Mal kurz den Ausgeburt-Buff hier holen. Wenn das schon geht. Bisschen schneller. Na, mal gucken. Es gab noch einen anderen Ausgang. Der war gegen oben lang. Da wollte ich zuerst hin. Dann habe ich den unten gesehen und dachte, ach, ist vielleicht ein bisschen besser. Dann laufe ich nochmal nach da oben. Bin recht weit nach unten gelatscht dafür. Mal. Da. Glaube ich, oder? War das der oder kam ich von da? Nee. Da habe ich die Hoffnung, dass da irgendwie lang geht. Oder es gibt hier nur Erz, kann natürlich auch sein. Ach, so ein Segen. Nee, hier ist nur eine Kiste. Unterholzmagierstab. Es ist das, was ich gebrauchen kann. Lass es irgendwo anders lang gehen. Landung. Also.
Da bin ich schon lang gelatscht. Ich muss eigentlich. Es gibt einen Ausgang da und einen Ausgang hier. Also hier bin ich rein, dann gibt es hier noch einen. Ist jetzt 100 Pro in östlicher Richtung. Wäre eigentlich ein Kompass? Ja, den ich nie benutze. In östlicher Richtung auch noch eingeben. Aber irgendwie weiter unten hier wahrscheinlich. Ich benutze da oben nie diesen Kompass. In keinem Game aus. Es gibt einen richtigen Kompass. Aber. Sie. Ja. Und von hier jetzt mehr östlich würde ich ganz gerne gehen. Ist nicht. Ist nicht. Nee. Muss ich mal hier die Gänge lang und schauen. Also. Das ist der eine Gang, da war ich gerade eben. Als ob es hier nur zwei Ausgänge. Drei quasi gibt. Ich bin ja auch bei einem rein. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Dann nehme ich den und auf einmal außen rum. Das andere war ja eher eine Sackgasse, dann nehme ich den. Komisch. Aber es gibt nur zwei, drei. Ich weiß nicht, wie ich es jetzt sagen soll. Zwei, drei, je nachdem. Mit dem erschwebenden Felsstück hier. Wo gibt es denn hier eine Warte? Da hinten. Ist aber richtig weit weg. Es wird ja wohl hier noch. Das ist ja schon wieder. Nee. Hier wird ja wohl. Irgendwo näher noch eine geben. Ich aber auch außen rum latschen können. Dafür hätte ich nicht hier durchgehen müssen. Ich schaue mal, ob ich hier noch ein Stück laufen kann. Vielleicht sehe ich noch einen Eingang. Und man hätte da so durchlaufen können. Vielleicht auch nicht. Mal gucken. Ey, bleib stehen. Uah. Da kommt man lang. Aber ich kann. Das da hinten sieht doch schon wieder anders aus. Das wird ja. Hey, bis zu der Warte schaffe ich das nicht. Da werde ich ja 50 Millionen Mal sterben noch. Mein Inventar weiß ich nicht, wie voll sein. Oh je. Nee, da ist noch eine da. Also da hinten, das sieht da nämlich aus wie was anderes. Das ist ein anderes Biom da ganz hinten. Also der da. Hier, das ist näher, die Warte. Aber trotzdem sehr weit weg. Scheiße, und da muss ich durch. Gibt's hier nicht noch was näher? Da ist ein Gebäude da unten. Oha. Ehrlich gesagt, weiß ich gerade noch nicht genau, wie ich das machen soll. Wieso ist sie so weit weg? Wenn ich da einfach straight hingehe. Einfach, ne, ignorieren von allem. Oh je. Könnte das ja vielleicht was werden. Ich bin tot. Es wird gar nichts. Ah. Also das habe ich gesehen, wie sich. Ach, machen wir jetzt automatisch Ding raus. Wie sich das gerade geheilt hat. Das habe ich ganz genau gesehen. Aber so weit war ich nur wieder nicht weg. Ich weiß, also. Das war jetzt aber. Okay, ich muss zu der Warte.
Ich sehe keine andere. Das ist ja, das ist brutal. Hier noch mal schauen. Das ist aber, glaube ich, die Warte von dem Biom. Es gibt, glaube ich, nur hier unten zwei Niederauen, Hochweiden, Düsterdickicht. Obwohl das, in hier unten gibt es für mich ein Biom quasi, die Niederauen und die Hochweiden. Es sieht für mich aus sehr ähnlich halt. Also was wäre es eins? Und das Düsterdickicht sieht halt wieder anders aus. Boah, hier ist es weit weg. Gucken wir, ob ich es hinschaffe. Hier war irgendwas mal. Ein kleines Lager. Wookie? In der Erde? Wookie, du bist tot. Ja, theoretisch ist er tot. Ach, er ist auch tot, stand da die XP. Den kann bloß nicht umfallen. Hier ist mein Flammenaltar. Ich hatte mir überlegen, ist es Selbstmord, da jetzt schon hinzugehen? Außerdem werde ich 500 Millionen Sachen unterwegs sehen. Das schaffe ich eh wieder nicht. Wenn ich jetzt einfach probiere, hier einmal im Kreis zu laufen, ist es, glaube ich, sinniger, also hier einmal rumzugehen. Weil ich kann von hier, komme ich ja direkt, muss da ja nicht durch. Zu meinem Flammenaltar zurück. Und dann kann ich halt lieber nach Hause reisen, einmal den Rucksack leer machen, gucken, ob ich es hochleveln kann. Also meine Flammengedönssachen, dass ich mehr Altäre bauen kann. Altäre? Mehrere Wegpunkte mir setzen kann. Ja. Ich glaube, das ist besser, wenn ich das so probiere. Und ich hoffe, ich komme da jetzt drüben an, wenn ich mich einfach darüber stürze. Weil ich genug Ausdauer habe. Was trinken? Ich denke schon, ne? Ist jetzt besser. Dann mache ich das kurz so, dass ich da einmal nachschaue. Da lang. 200 Meter. Vielleicht muss ich auch da sein. Überleg. Wenn nicht, kann ich da lang springen? Da unten? Ich weiß nicht genau, wo ich hin muss, ne? Ich probiere jetzt meine Jump-and-Run-Künste aus. Ob ich hier irgendwie da lang zu springen. Es wird nicht funktionieren. Aber ich gebe mein Bestes. Also ich sehe schon, das geht schief, ne? Erstmal, nee, nicht so weit. Erstmal gegen die Mauer. Danke. Weiß halt auch noch nicht, ob ich nach da unten muss. Da ist so eine Art Mine. Ich muss nach da oben bestimmt. Da unten leuchtet was Rotes. Ich komme da aber hoch mehr. Komm, 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 komm. Ja, doch. Okay. Mit wir rollen uns nach oben, klappt das doch immer. Ich weiß halt noch nicht, ob das jetzt oben oder unten ist. Ach, unten glaube ich schon. Rahmenblick Bergfried.
Ach, unten. Okay. Das ist die Gerbereistation von der Jägerin. Ich könnte mal die Quest aktivieren. Ich mache das nie, ne? Das hier wollte ich machen. Zuerst holen wir das hier. Ist. Ich wollte hier oben noch kurz schauen. Ich sehe hier nämlich kein Löchlein in dem Felsen, wo ich bei dem Wookie-Wohnzimmer hätte durchgehen können. Komisch. Okay. Deshalb bin ich erstmal lieber oben geblieben. Ja, wenn ich mich da erst runterstürze, ne? Ich glaube, ich gehe lieber bei dem Gerüst da hinten runter. Ja. Also wenn ich da noch hinkomme. Oh. Blutmond. Es wird dunkel. Hier ist jetzt ja richtig rot. Oha. Jetzt wird's ganz. Ich mache mir mal eine neue Fackel. Ich habe leider mein Leuchteschwert nicht mehr. Das ist ein bisschen tragisch. Ein bisschen. Ja. Kein Slot im Rucksack. Was habe ich denn, was ich nicht brauche? Auch alles. Okay. Jetzt habe ich einen Slot im Rucksack. Einfach behalten. Ich würde jetzt gerne speichern, weil ich sehe. Ach. Okay, ich gehe einfach runter. Das war ich nicht, was da tot liegt. Ich war hier noch nicht. Hier liegen nämlich. Deshalb wollte ich hier hin, weil hier gibt es ein Zettelchen. Und da drüben, wo das aufleuchtet, weil da die Greifhaken-Dinger sind, ist das Gerüst. Ja, doch, bin ich ja recht gut gelandet. Ist doch was Schönes, abends und nachts immer unterwegs zu sein. Ich guck mal, was jetzt hier steht. Müsst ihr. Okay, ich dachte, das hätte vielleicht was mit dem Gerbgestell zu tun, weil wir kurz vor dem Ding sind. Plünderer, Gefängnisausbruch. Hat aber was anderes damit zu tun. Ruhm für Mutter Lupa. Wir haben die Mauer durchbrochen. Ach, dafür ist das Ding da. Lupa hat einfach den Stein zertrümmert. Und hinter dem Schutt befand sich tatsächlich eine Höhle. Wir haben uns sofort unter ein paar Wuka, aber die Mutter hat sie in ihrer blinden Wut beinahe lebendig gehäutet. Sie kann jede Bestie zähmen, wie sie kuschen und vor ihrer Gnadenlosigkeit erstarren. Bei mir auch. Aber hier werden wir nicht aufhören. Die Welt gehört uns. Der Rahmenblick Bergfried ist erst der Anfang. Die Schwester von Lupa wird sich Surats Rast annehmen, während wir ein eigenes Versteck bauen, das selbst den Umbra-Krater überstrahlen wird. Ehre der großen Mutter Lupa, oh Gott. Also sind die Toten von erstarrt. Okay. Könnte ich gerade sagen. Normalerweise ist da gerade noch was rot geleuchtet. Nee. Weil normalerweise sind die ja nicht einfach so tot. Aber dann erklärt es jetzt, warum hier Tote sind. Da ist irgendwas. Ist das ein Tier oder ist das? Ist auch gerade was gekrabbelt. Sah aus wie Äste. Ach nee, okay. Ah, das war der Stab von dem Wuka-Schaman. Ich habe gerade nur den Stab gesehen und habe mich gewundert, was soll das sein? Hier, da. Hier sehe ich nämlich auch so ganz, ganz sachte. Da, jetzt. Danke. Was für fancy Tiere kommen denn jetzt auf einmal? Weil ich nur diesen Stab gerade gesehen habe, habe ich schon gewundert, ne? Sind hier noch mehr als nur die Schamanen? Oder neue Kreaturen, wie ich zuerst gedacht hätte? Ich brauche doch ein Gerbgestell. Hier muss es da. Oh.
Und zu dem Friedhof gehen. Bergfried meine ich. Renn doch nicht so doll im Kreis rum. Da ist noch was. Was ist da? Ach, so ein Vogel. Okay. Gucken wir uns gleich noch. Wolfskralle. Normalerweise sind das nur Beile. Ich glaube, das ist jetzt eine spezielle Waffe, ne? Noch nie. Sowas muss ich doch immer sammeln. Ich lasse es jetzt auch einmal. Krieger bin ich ja nicht, aber mit den Beilsachen kriegt man gut eigentlich die umliegenden Sachen schön und schneller kaputt. Ne? Also wenn man jetzt Sachen lootet. Geht ein bisschen fixer. Wenn man einfach nur unterwegs ist zum Farmen. Der leuchtet rot, der Wookie, der da schon auf dem Boden liegt. Also es hat was mit der Nachricht zu tun, die ich zuerst gelesen habe, ne? Und da hinten ist irgendwas eingesperrt. Oh Gott. Das sind auf jeden Fall Gitterzellen. Zelltüren. Gitterzellen, Gitter. Gefängnis, Kerker, wie auch immer. Lupaskalpierer. Jetzt habe ich so ein Sensending. Ich würde mal sagen, das ist auf jeden Fall ein bisschen einzigartiger. Ich zerlege das jetzt, ne? Ich habe einfach keinen Platz. Ich wollte wenigstens das Gerbgestell noch machen, bevor ich jetzt zurückgehe. Das Ding behalte ich aber. Das hat was mit der Story zu tun. Und hier, da geht's rein. Okay, mal schauen. So. Schwesterherzen. Ich werde zu dir gelangen. Looper. Ich konnte nicht länger warten. Mit angehaltenem Atem reiste ich zum Umbra-Krater, um mich dem Auftraggeber zu stellen. Okay. Nachdem er Bekanntschaft mit meinem Messer machte, sagte er mir, dass du vom Regen in die Traufe gekommen bist. Jetzt kommen hier aber die Sprichwörter. Er sagte, dass du oben am Rahmenblick Bergfried eingesperrt wurdest. Na toll. Aber keine Sorge, sein Hals ist aufgeschlitzt, sein Körper bereits kalt. So regelt man Probleme, ja? Merkt euch das. Er wird unserer Familie nicht mehr belästigen. Sie vergehen alle auf dieselbe Weise, Teile desselben Puzzles. Der Rahmenblick Bergfried wird dich nicht lange halten, Schwester. Ich werde dich befreien. Gib Acht und warte, bis ich dich rette. Wir haben unsere Rache bekommen und dieses... Wir werden unsere Rache bekommen und dieses Land einen. Was? Wir werden unsere Rache bekommen und dieses Land vereinen, wahrscheinlich. Stets an deiner Seite, Kendall. Okay. Bevor ich da jetzt durch die Tür gehe, gucke ich noch da oben nach. Und dann schaue ich. Die Kiste mit. Und mehr ist hier halt auch nicht. Dann gucke ich jetzt mal nach, was hier Phase ist und wie wer wo eingesperrt wurde. Fantastisch. Da hinten ist ein Skelett. Ich würde erstmal die Seite machen und dann nach da drüben gehen. Und erstmal was essen und trinken. Die Sachen zerlegen, die ich nicht brauche. Ich habe nichts mehr zu essen. Ein Ausdauertrank halt. Aber ich habe echt... Also ich habe nichts mehr Gegrilltes zu essen. Perfekt. Das ist natürlich gut. Finde ich auf jeden Fall wieder sehr gemacht.
Kann ich eigentlich? Ich kann es ja nicht einfach hier so hin platzieren. Warte mal, ich will mal was ausprobieren. Das habe ich nie ausprobiert. Ich kann kein Lagerfeuer einfach so hin platzieren ohne Kreis. Ist das? Wo ist das? Ist das blau? Da. Jetzt ist natürlich wieder dunkel. Kochen. Okay, geht doch. Hey, Level 6? Besser als meine Hütte. Oh, nee, nicht ganz. Easy. Ist auch gar kein Problem. Ich habe echt nie ein Lagerfeuer einfach so random irgendwo hingesetzt. Hab ich nie probiert. Gern mehr Platz. Und so. Gut, dass ich die, wo auch immer ich die Holzscheite her habe. Ich habe keine Ahnung. Grillen wir unterwegs ein bisschen Fleisch. Aber ich glaube, wenn man irgendwo beim Backen Sachen wie Backpulver vergisst, es kommt drauf an, was es ist, das ist gar nicht so schlimm, ne? Also, sind dann, also wenn Schokomuffins werden sollte, hat man halt kleine Brownie-Taler. Also, ne? Ist ja auch so, je nachdem, wie viel Eier man benutzt. Da ist es halt auch eher matschiger oder voluminöser. Und je nachdem, wie man es macht, wegen Eischnee und so, keine Ahnung. Ich bin auch der Meinung, man kann. Es kommt darauf an, was es ist und wie gut man sich auskennt, aber auch backen ohne Rezept. Weil viele sagen immer, kochen ohne Rezept geht, backen nicht. Es kommt drauf an, was man backt, aber man kann auch ohne Rezept backen. Man muss nur wissen, wie verhalten sich Zutaten untereinander und so. Und wenn man das hat, geht das eigentlich. Also, ne, passt gerade zum Thema Grillen. Ich grill jetzt zwar gerade, aber okay. Passt doch. Ich habe was zu essen. Kann ich zwar nicht mehr einsammeln, aber ja. Weiter. Achso, aber ich habe hier Licht. Ja, okay, ich wollte gerade sagen. Jetzt müsste ich mir nochmal eine Fackel machen. Ja, doch, eine Fackel hätte ich schon ganz gerne, ne? Weil es da doch irgendwas in der. Ich habe nicht mehr das Leuchteschwert. Sonst konnte ich die Ecken wenigstens mit dem Leuchteschwert. Muss ich noch umgewöhnen. Ausleuchten so ein bisschen, ob da doch noch was ist. Okay, da unten geht's nur weiter. Na, ja, hier zum Beispiel. Ja, hier ist eine Tür. Das mitnehmen? Ne, das sind so normale Holzscheite. Ich weiß, dass da gleich dieses Skelettchen kommt. Ich mache jetzt nicht alles kaputt. Ist auch nach oben? Ne, das sind hier aber andere Wände, ne? So ein Geländer brauche ich auch. Das sind andere Wände. Ein anderer Block. Boah, so eine Decke. Hui. Die brauche ich fürs Haupthaus. Und da. Und da. Oh, ja, sowas hier. Brauche ich. Oh nee, so ein Säuretape. Oh Gott, lauf, lauf, lauf. Geh direkt weg. Direkt zurück. Okay, es kommt mir hinterher. Nein! Wo war der Ausgang? Voilà. Ah! Hä? Wieso ist hier Kampfmusik? Das ist nur so ein Vogel. Achso, weil man das Ding noch gehört hat, okay.
Ich hätte das Vogelfleisch mal grillen sollen. Das ist wahrscheinlich viel besser. Och. Egal. Oder mitgrillen sollen, ne? Guck gleich noch, ob es anders ist. Das Lagerfeuer. Ich mag die vergifteten Pfeile. Diese Säure-Dinger, ich fand die schon sonst immer sehr brutal, egal welches Level. Weil die einfach so viel direkt abziehen. Und wo ist der jetzt hin? Schau mal kurz, solange das Lagerfeuer noch an ist, würde ich gleich mal. Total im Stress, aber Hauptsache es wird gegrillt, ne? Ja. Man macht bestimmt damit was anderes, aber egal. Ich brauche das jetzt für unterwegs. Und ich weiß nicht, wie lange dieses Lagerfeuer hält. In den Häusern ist es nämlich immer aus. Nicht verwirrt. Muss mir da was einfallen lassen? Die rennen so mit diesen Säurebeilen. Oh. Irgendwo raufstellen. Auf jeden Fall muss ich weiter weg sein. Und dann kann ich die Sache eher angehen. Aber jetzt weiß ich nicht mehr, wo er steht. Er stand vorhin in dieser Kerker? Zellentür? Man sieht ihn ja, er leuchtet grün. Die Tür zu machen? Natürlich nicht. Hier war er drinne. Wahrscheinlich hing er da dran. Keine Ahnung, wo dieses Viech ist. Ich will auch nicht, dass es nachher sich irgendwie resettet und sich dann da irgendwie hinstellt, mich von hinten anfällt. Hier gibt es übrigens Knöpfe, okay. Ich hab's gefunden. Ja. Gefunden. Kommen wir jetzt nicht hinterher? Der kommt jetzt nicht mehr durch die Tür. Also er kommt schon durch die Tür, wenn er gerade laufen würde. Nicht durch. Manchmal kann man durchschießen. Also nicht durch, aber manchmal glitscht der Kopf durch. Ja, ich habe kurz vergessen, dass ich auch irgendwann das Gitter kaputt war. Kurz Blackout gehabt. Ah. Ja, reden wir nicht drüber, ne? Manchmal vergesse ich solche Sachen. Dass man ja hier alles zerstören kann in dem Game. Der Hauptsache der Türrahmen steht noch, genau. Lauf! Ah. Das kann mal passieren. Ich will halt nicht, dass er sich komplett resettet, ne? Wäre ein bisschen dämlich. Wenn ich da runterfalle, wird es aber so sein. Okay. Ich mag diese Säurebeiltypen nicht. Auch gerade irgendwas gekreischt. Ja gut, jetzt weiß ich auch wieder. Hier kann man sehr viel in dem Game kaputt machen und das geht dann halt auch kaputt. Upsi. Ich hoffe, hier sind nicht so viele von denen. Ah, ich muss sagen, der Türrahmen. Bombe.
Der Brief liegt hier noch irgendwo weiter unten. Aber es hat ihm Schaden zugefügt. Hat irgendwie geklappt gehabt. Jetzt kann mich das Ding wenigstens erstmal nicht mehr von hinten angreifen. Mag ich nämlich gar nicht. So. Kann ich hier noch in Ruhe schauen? Ist aber nett, dass es zu dem Bett da oben noch eine Leiter gibt. Nun habe ich hier geschaut, dann gehe ich runter. Dann gibt es hier nichts weiter. Okay. Dann nach unten. Also diese Gerbstation kriege ich ja wohl heute noch gebacken. Also jetzt gleich noch. Meine ich damit. Hier noch was rauskommen und mich erschrecken. Heute ist Freitag wieder Horror Games spielen. Nicht heute. Obwohl Horror hat für mich nichts mit Jumpscares zu tun. Schicker Steinblock. Ist das der hier? Dann muss ich doch irgendwann nochmal bauen. Aber hier so diesen Türrahmen hätte ich auch ganz gern. Guckt euch den mal an. Hier mit den, ich weiß nicht, Säulenpfosten unten. Sieht auch schick aus. Schick, schick. Also daraus wird nicht die Werkstatt gebaut. Muss ich mir nochmal 8 Stunden bauen wahrscheinlich machen. Ich öffne bestimmt jetzt nicht diese Tür. Da ist aber ein normaler drin. Irgendwo geht's da lang. Irgendwo gibt es hier einen Weg dahin. Mit dem einen, ich weiß, es gab einen so einen Dungeon. Da war das auch recht schwierig eigentlich. Aber man hat den Weg gefunden. Also das Tor ging dann erst ganz zum Schluss auf für den Rückweg. Und hin musste man anders. Jetzt sehe ich bei den Steinen aber noch weniger, ob da so eine Geheimtür ist. Gehen wir nochmal nach oben. Also ich baue mich jetzt auch nicht an der Seite dran vorbei, ne? Hä? Vielleicht auch irgendwas, was man auf... Also... Ich hatte das einmal, da musste man an der Seite, so es war nur minimal, da konnte man was anschießen, dann hat man was aufgesprengt. Das war aber auch nur so halbes Zufall gedöhnt, dass ich das gesehen hatte. Noch irgendwas? Hinter ist nur eine Wand. Bin ich reingelatscht. Ne, ich glaube schon, also es ist schon. Der Weg. Ja, gut. Sieht hier irgendwas irgendwo ganz komisch aus. Oder anders. Von der Norm abweichend. Oh, hier, so wie ich das sehe. Ist halt nur Schutt generell, aber... Weil die Treppe eingestürzt ist.
dachte ich. Hier ist so ein komischer Schlitz. Kann aber wiederum sein, weil die Wand da kaputt ist, genau um einen Block hoch. Ist halt deshalb sowas ist. Oh je. Bei den Fässern irgendwie? Nee. Ist halt auch nicht symmetrisch, ne? Dauert 10 Jahre, das abzubauen. Könnte es halt. Sind keine, ist eine Gittertür, ne? Außerdem, es gibt einen anderen Weg hier rein. Wenn ich das jetzt so aussprengen würde. So. Also es gibt eigentlich einen ordentlichen Weg da rein. In dem einen Dungeon hatte ich das gefunden gehabt. Das war aber auch so richtig versteckt gewesen, was zum Anschießen. Und dann ist da, also ganz, ja. Das vielleicht sehe ich gleich, wenn ich von dort aus zurückgehe, den eigentlichen Weg, wie man das hätte aufbekommen können. Jetzt gibt es hier übrigens wieder Steine. Kein Kalkstein. Schwierig. Wie kriegen die denn den normalen Stein hierher? Autsch. Den normalen Stein hierher. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Kommt der raus? Ja. Okay, auch ein Haar minimal. Also es ist kein Stein, kein Kalkstein. Diese extra Sachen. Was war jetzt so? Ich höre ihn aber. Also hier hinter ist auf jeden Fall was. Aber hier war doch gerade draußen auch einer. Wo ist denn der hingelaufen? Ich möchte den Brief nicht lesen und dann einfach von hinten angegriffen werden. Ist er wahrscheinlich hochgelatscht oder wie? Hier ist die Tür offen. Ach, da ist er, ja. Aber auch ey, mies gemacht, ne? Richtig, also richtig hinterhältig. Nicht vergessen, er kann, glaube ich, durchschießen, aber wir nicht. Müsste sich ein bisschen von der Tür wegbewegen. Sonst wird es nichts. So, Gitter ist weg. Wenn man das neuerdings macht. Okay. Total Verschwendung, ich weiß, aber. Wenn die Bomben. Mir ein bisschen gerade zu blöd gewesen. Und hier hinter ist auch jemand. Jetzt kann ich aber erstmal den Brief lesen, worum es hier geht. So, Gefängnisausbruch. Wie? Geht's auch immer um Looper. Ich hoffe. Wir stecken komplett alleine in diesem Drecksloch. Oh, kenne ich das Gefühl. Sie haben uns in den Zellen zurückgelassen, um uns zu verrotten.
sollen sie alle am Staub ersticken. Sogar mich. Mich! Ich sagte doch, ich bin unschuldig. Ohne sie würde das Chaos herrschen. Man nennt sie die Mutter, Lupa. Selbst die zähesten Ratten wimmern, wenn sie in ihre Nähe kommen. Sie spuckt, wenn sie spricht, von ihren Lippen so Flüssigkeit, sauer und widerlich. Um sie liegt immer ein Hauch von Ethanol in der Luft. Sie hat einen Plan. Das Tor von innen zu öffnen, können wir vergessen, aber hohle Wände, sagt sie. Eine Höhle hinter ihrer Zelle. Sie hat Hilfe von draußen, eine Schwester, wie ich höre. Vielleicht gelingt uns der Durchbruch. Ah, deshalb sind wir durch eine Höhle hier rein. Ich wollte nämlich gerade sagen. Wie ist es denn eigentlich angedacht gewesen? Ich habe dich aus deiner Zelle befreit, sei nett. Es ist erst immer so tun, ja, zurückgelassen und so. Aber mich dann angreifen. In solchen Sachen. Ich glaub's ja. Ich würde ganz gern dieses Elixier trinken. Danke. Ich weiß, man kriegt davon nur Probleme, aber wir müssen nicht ins Miasma. Und wir fangen hier nicht so an, wie die anderen auszurasten, nur wegen dem Elixier. Der hat aber eine große Zelle. Das ist doch keine Zelle hier gewesen. Also der gehört zum Inventar. Schwebt auch was. Wieso schweben denn hier neuerdings Sachen so viel? Also ich kann nicht schwebend dekorieren. Schade. Kommt da was? Ja. Diesen Griff. Mal schauen. Mal gucken, wo ich nachher durchkomme. Irgendwie sind die Sachen hier komisch. Hier unten habe ich. Das heißt, ich kann jetzt hoch. Also anstatt Schalter gibt es jetzt Hebel auch. Okay. Also ab hier dann. Das wäre cool, wenn es noch irgendwie so... Das zeigt ja mal ein Muster an. Also ich weiß nicht, ob das noch kommt oder so. Mal gucken. Aber wenn man in einer bestimmten Reihenfolge die Schalter drücken müsste. Dann müsste man nämlich erst zu der verschlossenen Tür, wie das hier vielleicht war, sich das anschauen. Oder man drückt halt vorher schon wild drauf los und kann per Zufall das schaffen. Das wäre irgendwie ein bisschen cooler. Ne? Hat es ein bisschen mehr Sinn für mich. Okay, die Kiste da oben bekomme ich nicht, aber es war auch jetzt nichts drin. Ich wollte nur mal schauen. Ja, zwei Gefängnisinsassen und zwei, ein Wolf und das andere Ding, was hier rumgelaufen ist. Und das Teil mit den Säurebeilen. Ist hier noch was? Nö. Ich glaube, die Tür habe ich jetzt geöffnet. Ja. Na, komm doch raus. Ich sehe doch da hinten nichts. Das ist das Ding in der Zelle, okay. Bevor ich den Hebel betätige, schaue ich mich erstmal kurz um. Oder hinter der Tür. Nee, das ist ja der Gang dann wieder. Sag mal, aber hier wurde mir... Der Wand!
Ist doch was hinter der Wand. Ist doch locker ein Raum hinter. Also Nummer 1, da ist jemand drin. Und Nummer 2. Ach da, ach da. Im Bücherregal verglitscht. Das ist doch. Ja, okay. Im Bücherregal verglitscht. So, hä? Ich dachte schon irgendwie in der Wand drin oder so. Also hier, weil hier könnte halt auch echt ein Raum sein. Ist aber keine Tür. Also. Hier, man läuft halt einmal so rum. Aber. Keine Tür. Nein, das ist es zu. Wieso ist es zu? Deshalb gibt es den Hebel oder was? Toll. Ja, super. Finde ich gut. Noch jemand? Ja. Ich wollte gerade sagen, ich habe doch irgendwie aus dem Augenwinkel 2 gesehen. Jetzt weiß ich, wofür der Hebel ist. Um das Tor wieder zu öffnen, nehme ich mal an. Da hinten ist so ein Säurebeiltyp. Oh Gott, bei diesem Riesenlagerfeuer da draußen. Oh Gott. Wenn ich den anhätte und der läuft selbst, da ist auch eine Falle direkt vor der Tür. Hier, da ist eine Falle. Oh nee. Wieso hat es dich gewundert, als du gelesen hast, dass Enshrouded von deutschen Entwicklern ist? Dass Leute in Deutschland noch was entwickeln oder warum? Also, da, ihr wisst schon, dass es sich das noch. Manche sagen, das lohnt sich noch. Je nachdem, wie man das jetzt. Ich weiß nicht, wie man das gerade nett ausdrucken würde. Ihr wisst schon, was ich meine. Kann ich hier nicht? Erfahrungsschriftrollen kommt. Was soll das? Lesen wir die. Und dann brauche ich auch gleich mal direkt wieder eine neue Fackel. Nach so, weil es nicht mehr so viele gibt? Ja, weil. Wenn manche der Förderungssachen halt. Es ist halt krass, es gibt ja Förderungsgelder, die aber immer weniger werden pro Jahr, ne? Für Videogames, Entwicklung und so. Aber ich finde es auch krass, dass es nicht nochmal zusätzlich eine Förderung zum Beispiel gibt für so, wie soll ich das nennen, kleinere Studios oder so. Ich glaube, ich mache den Säuretyp wirklich so. Oh, das wollte ich nicht. Dass ich ihn probiere anzuhitten und vielleicht habe ich Glück und er läuft selbst in die Falle rein. Also, wenn ich ganz viel Glück habe. Ja, er ist reingelaufen. Kann ich ihn nochmal aktivieren? Nur so, weil ich gleich das nächste Viech dort reinbringen werde. Falls er nochmal so ein Ding ist. Wer weiß. Stofffetzen brauche ich nicht. Okay, ich hätte mir Bandagen noch machen können. Zu spät. Also weg. Da ist noch eine Wurzel. Jetzt bin ich ja drin gelatscht. Aber ich bin noch da an die Seite gegangen. Ist denn sowas Brutales hier noch? Nee. Hier ist es quasi nur so ein Außenposten. Ich
würde mal kurz den Schalterhebel betätigen und gucken, ob das wieder auf. Ich weiß halt nicht, ob das aufgeht. Und das dann wieder zu. Wo war der da hinten? Was gibt's doch manchmal? Ne, es geht immer wieder auf. Okay. Okay, dann hat sich das geklärt. Bandage, was essen. Ich will doch nur das Gerbgestell. Ey. So kann man natürlich auch eine Wand zur Treppe umfunktionieren. Noch jemand? Nee. Ich glaube nicht. Endlich meine Axt erstmal reparieren. Drüben geht's hoch. Ich weiß auch nicht genau, wo ich hochgehen möchte. Ich glaube, ich gehe erstmal da hoch. Da ist dunkler. Ich gehe erstmal auf der Seite hoch. Sieht ein kleiner aus. Also. Ja. Obwohl, ist ein Rundgang. Geht's nicht weiter? Ich finde das mit dem Efeu so schön. Ich mag Efeu. Na gut, ist egal, wo ich hochgegangen wäre. So, das heißt, die Gerbstadt. Nächsten Zettel. Okay. Protokoll des Rabenblick-Bergfrieds. Tag 147. Gut mitgezählt. Anzahl an Insassen, 53. Ich hätte gern gewusst, wie viel es an Tag 1 waren, aber okay. Heute gab es einen weiteren Aufstand. Insasse Lupa stachelt die anderen auf, hat dem Quartiermeister während des Essens ins Gesicht gespuckt, hinterließ ein Brandmal auf seiner Wange. Das Miasma kommt immer näher. Habe keine Ahnung, wie lange sich die Wachen diese Übergriffe noch gefallen lassen werden. Aber wenn sie angespuckt werden, weiß ich nicht. Unterschiedlich. Jeder hat da so eine eigene Toleranzgrenze. Würde ich mal sagen. Da geht's weiter. Ist hier noch was? Nö. Und dann hier lang. Gott, springen und so. Und Kiste. Wenn man gerade noch so stehen kann. Aber ich brauche eine Gerbstation. Hallo. Ich bin hier wegen einer Gerbstation. Okay. Irgendwo in diesem Friedhof gibt es eine Gerbstation. Wartet mal. Wieso wird mir die Quest, wenn ich sie aktiviert habe, so weit weg angezeigt? Gerbereistation benötigt. Ach so, weil die zu der Zuflucht sind. Naja. Wieso haben die Bergstation nicht im Bergfried gelassen? Nö, oder? Jetzt nicht wirklich. Weil ich wollte gerade sagen, weil irgendwie der Bergfried ist ja jetzt ruhig, oder? Das ist ein Leuchtfeuer. Ja. Bin quasi jetzt durch. Durch den Bergfried durch. Nein, ich dachte, ich kann mit dem. Okay. Naja, ich habe das jetzt gemacht, ne? Aber dann kann ich jetzt auch nach Hause den Altar aufwerten, dass ich in den nächsten Flammenaltar bauen kann.
Und hier in die Richtung der Gerberei-Station gehen. Oder ich gucke noch mal kurz, ob ich hier diesen Almanach der Pflanzen bekommen kann. Für die Bäuerin. Das könnte ich natürlich noch schnell schauen, weil ich in der Nähe bin. Bisschen kritisch. Ja, ich gucke. Ich schaue. Und von da porte ich mich dann direkt nach Hause. Das ist ja schon wieder ein schwieriges Unterfangen. Es wird hell. Ich will nicht angefallen werden, wenn es geht. Wenn es hell wird, kann ich doch. Ja. Muss ich nicht mehr mit der Fackel rumlaufen. Also einigermaßen. Okay, es ist noch dunkel. Es ist noch dunkel, ja. Als ob hier eh was klappen wird. Ich werde hier einfach gleich sterben. Einfach. So. Zuversichtlich bin ich immer. Ich würde gerne. Ja. Zucker pur rein da. Okay, ich sehe gar nichts, ne? Ich sehe einfach, ich sehe. Cookies. Cookie, was willst du denn jetzt? Ich muss irgendwo hingehen, wo es hell ist. Hell leer, dachte ich zumindest, wäre es hier. Ich glaube, es wird immer noch mal, bevor es Tag wird, noch mal richtig dunkel. Weil gerade eben war es ein Stückchen heller. Es ist auf jeden Fall mal gut, da ist man. Nachts unterwegs zu sein. Okay, Wookies habe ich. Da leuchtet schon irgendwas. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Gegner hier sind. Aber wenn es wirklich stockdunkel ist, dann wird es gleich nochmal hell. Ist doch ganz normal. Warum sind hier denn in dem Gebiet hier so viel schwebende Sachen? Seht ihr das auch? Also ja, muss ja, weil es ist die Map. Aber ich hatte in den anderen nie generell so viele schwebende Dinge. Hier habe ich sehr, sehr viele schwebende Dinge. Auf einmal. Also, ob das nun Felsen ist oder Geschirr. Kommt mir zum. Also, fühlt sich zumindest für mich so an. Ja, ich laufe doch gerne in Fallen rein. Tränke nehme ich mit. Lese ich gleich. Ist hier noch was? Sie hat echt. Ich habe die eigentlich gesehen und dachte mir so: Ach, laufen wir doch mal in die nächste Falle rein. Da stirbt gerade was. Okay, hier leuchtet richtig viel. Ich fange mal mit dem Brief draußen an. Das ist ja von einem Kumpel. Das Ding mit dem Almanach. Ich sammle ja kurz das für die Bäuerin ein, damit sie ihr Pflanzenlexikon hat. Karawanenüberfall. Hier ist nichts. Man würde denken, dass Königin. Aber Jasmina ist doch südliche Karawanen. Oh, jetzt bin ich. Ich bin vom Falschen gelatscht. Egal. Königin Jasmina. Eigentlich südliche Karawanen. Mit ein wenig Stil reisen würde. Mit Klasse, richtig? Ganz luxuriös. Mit Elixier und Wein, nicht wahr? Aber hier ist nichts. Nur Malfarben und Kissen. Besser als steinharter Boden? Wenigstens habe ich ein Almanach der Pflanzen und Setzlinge in Jasminas Zelt gefunden.
Ich werde einfach so tun, als hätte ich keine anderen Schätze gegeben, wenn Simon nachfragt. Ich hoffe, ich kann den Knacker hinters Licht führen. Den Knacker. Ziemlich scharfsinnig, dieser Kerl. Abgesehen von meinem privaten kleinen Schätzchen gibt es kaum etwas, was man für einen Suratsrast gebrauchen könnte. Außer vielleicht die getrocknete Yuccafrucht. Aber erzähl das nicht Mutter Kendall, sind meine. Von Kendall hatten wir in dem Bergfried schon mal was gehört. Also hier sind die von der südlichen Karawane vorbeigekommen. Ja, ich bin jetzt in einem südlichen Karawanenlager. Sag mal, wo bin ich denn? Hä? Nee, hier. Also ich habe das eine übersprungen. Upsi. Ich wollte nämlich sagen, weil die Königin ist nämlich eigentlich südliches Karawanenlager. War ich etwas so schnell. Liebesbrief an Königin Jasmina. An meine geliebte Königin. Deine Haut, olivbraun und zart wie eine Wüstenrosenknospe. Deine Stimme, ein sanftes Beben, ein warmer Hauch im Sommerregen, immer ein liebliches Sonett auf deinen Lippen. Mein Herz blüht auf, wenn ich dich sehe. Ich möchte an deiner Seite sein, deine Fußspuren neben meinen im Sand sehen, den heißen Wind der Dünen spüren und mit dir tanzen. Das ist alles, was ich mir wünsche, Emily. Emily, das hat sie. Emily, das hat sie mir nicht gesagt. Das hat mir Emily, unsere Bäuerin. Na, was ging da? Da ging die Post ab, ne? Ich habe es probiert, poetisch vorzulesen. Da ging die Post ab. So, dann gibt es jetzt noch ein Zettelchen für die südliche Karawane. Rauch am Horizont. Auch bei mir raucht es auch richtig. Ein verheerendes Feuer lodert auf den Dächern von Surats Rast. Wir waren zu spät. Sie kamen vom Rahmenblick, Bergfried, geflüchtet. Jetzt ist Surats Rast ein Scheiterhaufen des Wahnsinns. Einfach fürchterlich. Was würde Mama tun? Sie würde losziehen, bevor die Sonne aufgeht. Alles Gepäck hinter sich lassen. Schnell und leise. Mit dem Wind im Rücken. Die Straße zur Glutwacht ist eine gefährliche. Wir müssen los. Ehre sei Erlands. Gesegnet seien die Erbauer. Jasmina. So, die Königin war auf jeden Fall noch am Leben. Einfach Komfort Level 27 hier. Ich kann auch Mosaikvasen hinstellen. Sehe ich gerade. Jetzt kann ich den Bogen nicht mitnehmen. Also, ja, okay. Ich glaube, ich muss fürs Pflanzenlexikon noch ein Stückchen weiter. Ich war aber kurz hier und habe die Sachen wenigstens noch eingesammelt. Ich habe mir immer keinen Platz. Es wäre auch zu einfach, wenn ich Platz hätte. Ja. Denn einmal nach, der wurde ja mitgenommen. Ist ja auch nur minimal, was hier für was auch immer markiert wurde, ne? Ja. Ich gehe jetzt nach Hause. Und dann mache ich erst die Gerbereistation. Beziehungsweise wahrscheinlich Bitte des Schmiedes und dann die Gerbereistation. Es sieht aus wie ein Weg. Ich weiß es noch nicht, aber es sieht aus wie, man könnte beides gleichzeitig irgendwie abhandeln. Nein, kann ich direkt von dem einen Flammenaltar laufen? Und jetzt mal schauen, ob ich den einmal ausbauen kann. Dass ich mehr bauen kann von den Dingern. Stärke der Pflanze. Stärke der Flamme. Nee, ich bräuchte noch ein paar fossile Knochen. Na, perfekt. Kann ich die nicht bei uns abbauen? Glaub. Hin? Brutmonstrositätenkopf. Na, den hatte ich noch nicht. Okay, da muss ich erstmal andere Altäre killen. Altäre. Den da könnte ich killen. Wieso sollte ich den da behalten? Der ist direkt bei der Warte. Das ist mein altes Zuhause. Das würde ich gerne da lassen. Und hier, ach so. Ja. Und das ist wegen dem Kupfer.
Warte mal, ich reiß mal kurz hier hin und reiß den einen Altar schon mal ab. Ich kann die Stufe nicht erhöhen, also selbst wenn ich jetzt Zinn und die anderen Sachen besorgen würde. Mir fehlt der Monstrositätenkopf. Ach, die Blumenwiese. Nein. Nicht die gute Blumenwiese. Okay, da kann ich. Ich kann da hin, ne? Von der Hochwarte. Ich wollte gerade sagen, warum habe ich hier sowas gesetzt? Blumenwiese. Die sind sehr wichtig. Ja, passt. Passt. Räumen wir unser Inventar auf. Und dann gehe ich wieder los. Wir haben genug Pfeile noch, ne? Und, holen wir mal wieder ein richtig ausgeruht Buff-Bonus. Emily, willst du mir eigentlich noch erzählen? Ich kann sie auf die Karawanenreise ansprechen. Mach ich. Ich meine, ne, wir haben gerade ihren Liebesbrief an Königin Jasmina gelesen. Hat wohl nicht so gut geklappt. Mal schauen. Ich bin mit einer Karawane aus dem Ödland hierher gekommen. Wir wurden von Jasmina, der Tochter der verstorbenen Königin Erlands, angeführt. Ich wäre ihr überall hingefolgt. Also wie sich der Brief angehört hat, denke ich auch schon. Doch am Ende ging sie. Die Erbauer haben unterschiedliche Pfade für uns vorhergesehen. Ich wünschte, es wäre nicht so gewesen. Ich würde alles dafür geben, ein weiteres Mal an ihrer Seite zu sein. Es bleibt einfach offen. Aha. Okay. Also, mir fehlt was. Diese Dialogoption geht nicht weg. Okay, aber ich konnte darauf ansprechen. Na gut, dann mache ich gleich das andere weiter.